zurück zum Thema. Sie sind bestens aufgehoben mit Ihrem Versicherer und sagen, immer habe ich diese Forderung, ich habe das hier schon mit Direktversicherern probiert, damit machen Sie ja den Feuerwehr. Ich möchte es jetzt von euch provisionsfrei. Ich brauche das nicht mehr. Und jetzt passiert ganz lustigerweise Folgendes. Dieser Kunde, der morgen provisionsfrei bei Ihnen abschließt, ja, der müsste ja dann eigentlich nur noch 900 Euro Prämie bezahlen, rechnet mir mal einer das aus, wie viel das ist, plus 19%. Dann haben wir, wenn ich was mir den Kopf gehe, jeder nehmen. 80 Euro sowas. Sind weniger. Ja, wir machen es ganz genau, weil dann sehen wir nämlich. 1071. 1071? Okay. So, jetzt passen Sie auf, was passiert. 1071 und Sie sind schlau und sagen, also ich will mindestens wieder 100 Euro, darunter mache ich es nicht. Ja. Dann kriegt der Errechnung über 1071 und eine über 100 Euro von der deutschen Verrechnungsstelle. 19 Euro gespart. Logisch. Auf die Quartage zahlt er hier Versicherungssteuer, aufs Honorar nicht. Und jetzt machen Sie Folgendes und sagen, weißt du was, Kunde, da würden wir 19 Euro sparen, wir teilen uns das, was hältst du denn davon? 108 Euro. Ich habe Ihren Umsatz gerade um 8% hochgefahren, merken Sie das? Geht total einfach, verkaufen, ich sage es polemisch, von meinem Bruder im Unternehmen Blondinen am Telefon. Ja? Was ist Ihre Umsatzsteuer? Brauchen Sie keine, das ist eine Versicherungsvermittlung, glaube ich, oder? Herr Bayer, wie schaut es denn aus? Bei Versicherungsvermittlung keine Umsatzsteuer. Versicherungssteuer auch mit, ne? Gehört mit zum Versicherungsbeitrag. Hm. Sie könnten sogar hier gehen und können sagen, kostet das gleiche wie bisher, Herr Kunde. Und dann haben Sie den Umsatz um 19% hochgefahren. Wenn Sie es in jeder Sparte machen, geht es Ihnen besser.